Ich kann's kaum glauben. Vor einer Woche habe ich das 50-Abonnenten-Special gemacht und jetzt muss ich schon das nächste machen. Ich hatte deswegen kaum Zeit, überhaupt ein Abo-Special zu machen. Das ist doch unglaublich. Wir haben jetzt schon 64 Abos. Nun, und ich glaube, einige konnten sich schon denken mit den 64 Abos, dass es irgendwas mit Minecraft zu tun sein wird, weil 64 die Stack-Zahl ist, wie ihr hier schon sehen könnt. Und ich werde euch fünf kleine Tricks mit Redstone zeigen, die ich persönlich sehr mag. An die Pros unter euch, keine Angst, hier sind jetzt nicht diese over 9000 Tricks, mit denen ihr einen riesen Armslater machen könnt oder so. Das sind einfach nur ganz kleine Tricks für Anfänger etc., um sich halt eben ein bisschen mehr mit Redstone auszukennen, weil ich ja nicht weiß, wie gut derzeit meine Community in Sachen Minecraft ist. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit einer Kleinigkeit, die im Grunde eigentlich jeder kennen sollte. Nämlich, wenn man Redstone direkt ganz einfach nach oben verfrachten möchte, dann kann man das einfach mit Slabs machen, wie ihr hier seht. Hier. Dann baut man das einfach so. Ja, und das bauen wir jetzt mal. Und wie ihr seht, es leuchtet. Das Besondere ist, ihr könnt das mit allen Slabs-Arten machen, die ihr wollt. Und meines Wissens auch mit Glowstone. Wieso geht dieser Trick eigentlich? Nun, im Grunde müssen wir uns dafür die Hitboxen von Slabs angucken. Also, ein Slab wird im Grunde weiterhin als ein kompletter Block betrachtet. Also, ein Slab ist im Grunde in Minecraft ein Block. Dennoch ist seine Hitbox nur ein Block groß. Nun, man kann dadurch, dass der Block sozusagen als ein ganzer Block gezählt wird, kann man zum Beispiel ja Redstone nicht darunter legen, weil ja schon ein kompletter Block drauf ist. Das Besondere ist aber, wie ihr seht, das geht komplett darunter. Sollte man jetzt aber, meines Wissens jetzt, nein. Okay. Dummer Vergleich, auf jeden Fall. Dadurch, dass sie eine halbe Hitbox haben, geht der Redstone sozusagen, also eine halbe Hitbox haben, gelten aber immer noch als einen kompletten Brick. Brick sage ich schon. Geht der Redstone-Signal hoch, kann aufgrund des halben Slabs, kann immer noch hier lang gehen. Kann immer noch das Redstone-Signal weiterführen und immer so weiter und kann bis hierhin hochgehen. Warum es bei Glowstone funktioniert, weiß ich übrigens nicht. Frag mich nicht, warum es mit Glowstone funktioniert, ja. Frag mich einfach nicht. Auf jeden Fall, es wird Nacht. Ach ja. So. Tun wir das ganze Kram wieder weg. Ach ja, das hier ist dafür da, um euch Sachen zu zeigen. Kommen wir zum nächsten. Als erstes mal, was zum Henker ist das hier? Nun, handelt es sich einfach um eine Clock. Ne? Damit, ich finde diese Clock richtig geil, weil sie halt eben klein und kompakt ist gegenüber dieser Clock, die sich nur aus denen hier zusammensetzt. Wie funktioniert das Ding? Im Grunde eigentlich, die hellgrüne Wolle switcht immer hin und her und immer, wenn die Wolle von ihm auf ihn switcht, sendet er ein kleines Signal, welches durch den Redstone-Komparator oder wie auch immer das ausgesprochen wird, sozusagen bemerkt wird, dann das Redstone-Signal verstärkt, also nicht verstärkt, sondern sozusagen eins hat, er verstärkt es dann und sendet es weiter. Fertig. Wenn man da jetzt aber noch ein zweites reintun würde, was wir jetzt auch mal gerne machen können, kann man, wenn man Glück hat, es verschneidern, ansonsten eigentlich geht das Ding aus und man hat das Problem, dass er gar nichts mehr macht. Ja, deswegen im Grunde immer nur einen reintun und dann hat man es auch schon. Als erstes mal, wie ihr seht, hier haben wir eine kleine nette Redstone-Leitung. Hier und da ist ein Loch. Dennoch geht es durch. What the fuck? Ja, wieso funktioniert denn das? Ich meine, hier ist ja nichts. Denkst du, die aufgepasst haben, haben gesehen, dass es sich hierbei um Barriereblock handelt. Hier ist ein Barriereblock, nämlich ein Redstone-Signal kann durch eine Wand geschickt werden, wenn dahinter ein Verstärker ist. Ich habe Barriereblock übrigens nur genommen aus Jux. Man kann natürlich auch einen normalen Block nehmen. Einen x-beliebigen kann man nehmen und das Signal geht durch. Wir können sogar meines Wissens auch Bedrock nehmen. Ja, kann man sogar auch nehmen und dann geht das Redstone-Signal durch. Ganz gut, wenn man eine
also irgendwie eine Map macht, irgendwie sowas, ein kleines Rätsel machen möchte, so dass man drei Felder macht und dann hat man einen dieser Dinger und dann muss man halt eben herausfinden, welches sozusagen einen weiterbringt und welches nicht oder irgendwie sowas. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, dass man Redstone-Signale durch Wände schicken kann. Ja, und das funktioniert auch. Wie schon gesagt, es sind einfach nicht diese großen Badass-Tricks. Dann, wer hat sich nicht immer schon gewundert, wie kriege ich ein Item immer nur schnurstracks nach oben? Nach unten geht es, oder zur Seite, aber nach oben weiß ich nicht. Dafür kann man einfach Spender nehmen, wie ich euch das jetzt mal zeigen werde. Ich mach's nämlich kaputt. Nein, ich Idiot! Mach kaputt! Ich Genius. Wir tun jetzt einfach mal... Ach, komm. Nee. Ah, ich richte hier Chaos an! So, hier sehen wir ihn, hier sehen wir nichts. Zack, er ist drüben. Genauso geht das mit Truhen. Zack. Aber auch kann man daraus sozusagen auch eine Kiste fortschicken. Ne? Tada! So einfach ist das also. Hiermit könnt ihr mit Werfern oder Spendern, könnt ihr das halt eben immer nach oben schicken. Je nachdem. Tut mir leid, dass das jetzt momentan so ein bisschen unvorbereitet ist, aber es ging einfach so schnell mit den 64 Abos. Und nun, einer meiner Lieblingstricks. Ihr kennt es ja. Oh, habe ich dich etwa schon aktiviert? Das war natürlich dumm. Nämlich, wenn man ein Item in den Trichter wirft, dann geht es rein. Ist ja klar. Man kann einen Trichter abschalten. Bepowert man einen Trichter, so ist er abgeschaltet und kann keine weiteren Items nehmen. Seht ihr? Ich finde das vor allen Dingen sehr wichtig für Sortiermaschinen etc. Wenn man so eine vollautomatische Sortiermaschine macht, ist das hier ein wahres Muss, dass man manche Dispenser ausschalten kann und manche an. So kann man zum Beispiel schlichtweg einfach einen Hebel betätigen oder einen Knopf. Ich glaube, ich werde dazu mal ein Baututorial machen. Nun denn, das hier sind einfach fünf kleine Tricks gewesen, die ihr mit Redstone machen könnt. Wie schon gesagt, nicht die großartigen Riesendinger. Aber hey, ich glaube, für ein Abo-Special reicht das, oder? Ciao. Bis zum nächsten Abo-Special, was glaube ich auch wieder nächste Woche kommen wird, wenn das so weitergeht. Was ist euer Problem?